Unterwegs, präsentiert von Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung mit der Sendung «Unterwegs». Vorfreude auf die Fasnacht so richtig zelebrieren. Das ist das Ziel des Fasnachtsmärz unter der Egg. Und tatsächlich gibt es da einiges zu entdecken. Bei den Rathausstegen könnt ihr verschiedene Guggen zum ersten Mal testen, ob sie bereit sind für die Fasnacht. Außerdem gibt es hohen Besuch von den Fasnachtsgewaltigen, die auf einen Kaffee-Hurenapp vorbeikommen. Besonders beliebt ist der Luzerner Fasnachtsmärz, den es schon seit 1975 gibt, aber wegen der Nähfrauen. Die Märzfrauen, die man früher liebevoll Schnorpfiweiber genannt hat, nähen nächtelang Fasnachtsgewändli und verkaufen sie dann an ihrem Stand unter der Egg. Hi Rita, ich weiss, ihr seid ein bisschen im Stress, hast du trotzdem schnell Zeit? Ja, ich sehe da, ihr habt ja wieder wahnsinnige Sachen genäht für diese Fasnacht. Woher kommt der ganze Elan für all die Sujets, die ihr jedes Jahr wieder zusammen näht? Ich weiss auch nicht, aber irgendwie, wir fangen alle an. Wir kommen manchmal so, ich weiss nicht. Und irgendwo, wenn wir Stoff finden und sagen, oh jawohl, dann ist wieder eins fertig. Oder wir helfen einander helfen und sagen, das würde noch passen oder das würde passen. Und geben einander ein bisschen Input. So, irgendwie so, ja. Was inspiriert denn dich jetzt ganz persönlich, für wenn du vielleicht etwas nähst? Freude am Zusammensein. Also, wir machen es wirklich aus Spass und Freude. Das würde, glaube ich, würden wir nicht mehr zusammen. Also würden wir, nicht. Wir sind acht Frauen und wir haben wirklich den Applaus zusammen. Was ist die Faszination von diesem Fasnachtsmärz jetzt heute, wenn die Leute hier vorbeikommen, vielleicht auch den Kontakt mit den Fasnächtlern? Ja, und wenn man das Ding bekommt und sagt, es ist schön, also es gefällt mir und die Leute Freude haben daran, wenn sie die Gewände, die wir gemacht haben, kaufen, dann sage ich mal, das gefällt mir und die gehen mit einer Freude nachher an Fasnacht, oder? Und Rita, zeig mal deine Finger, wie ist es so mit dem Nähen, wenn wir jetzt so haben müssen? Ja, ich steche mich schon etwa einmal, ja. Ist es der Schmerz wenigstens wert? Das würde sagen, ja. Naja, das ist am anderen Tag alle wieder vorbei, macht das Pflaster drauf und nein, das ist nicht so schlimm. Wie gross ist jetzt die Vorfreude auf die Fasnacht? Am schmutzigen Donnerstag geht es dann so richtig los. Muss man dann als Nähfrau sozusagen auch eine richtige Fasnächtlerin sein nachher? Ich denke, ja. Das könnte man, glaube ich, hat man nicht Freude, Spass daran. Also ich gehe immer an die Umzüge und dann nehme ich eigentlich wieder so Sachen mit. Denke, ja, das könnte ich das nächste Jahr wieder machen oder einfach für die nächste Fasnacht. Also. Hast du noch irgendein Sujet oder eine Idee, jetzt, die du in nächster Zeit unbedingt noch möchtest umsetzen möchtest? Nein, im Moment ist es ein bisschen kurz für das, aber man kann improvisieren und es hat so viele Sachen, die man einfach kombinieren kann. Also, da muss man glaub, nicht ein Sujet haben oder irgendetwas. Oder? Man sieht es ja hier im Hintergrund. Rita, ich lasse dich weiterarbeiten. Danke vielmals. Und selbstverständlich brauchen die Nähfrauen auch einen Platz, wo sie eben all die schönen Gewändchen nähen können. Für das haben sie einen eigenen Luftschutzkeller eingerichtet. Und dort sind wir selbstverständlich vorbeigegangen. Sie nähen, stecken und spulen die Nähfrauen vom Luzerner Fasnachtskomitee LFK. Einen Monat vor dem Fasnachtsmarkt sind die acht Frauen so also richtig im Endspurt. Immer ab August treffen sie sich jeden Montagabend. Viele sind schon über Jahre dabei. Am Anfang war mein Mann im Märzkomitee und dann mussten die Frauen eigentlich nähen. Und dann hat man noch mit Vorhangstoff Kleider gemacht.
Und wenn ich jetzt den Vergleich mache zu heute, das sind Welten. Wir sind eine lässige Gruppe, wir haben es lustig miteinander. Und ich habe sehr viel gelernt, seit ich hier auch Hilfe nähe. Und eben macht Spass. Eins im Jahr gibt es höhere Besuche im Luzerner Luftschutzkeller. Die Fasnachtsgewaltigen schauen bei den Ehefrauen vorbei. Für einen geht es so nicht ums Nähen, sondern ums gemütliche Zusammensein. Wenn du hinten schaust, an die Wände rauf, das sind alles Unikate und die geben sehr viel Herzblut rein. Und das finde ich toll, dass man das Handwerk aufrecht erhalten. Das, was wir auch heute Abend wertschätzen, ein Danke sagen, was die Frauen für uns machen. Und auch sagt, das gehört jetzt eben auch zum Brauchtum. Richtige, schöne Kostüme nähen, es ist fantastisch. Es hat Tradition, dass die Fasnachtsgewaltigen dann auch gerade das ein oder andere Gewändchen anprobieren. Für die Nähfrauen immer wieder ein besonderer Moment. Ja, also wir freuen uns natürlich, dass sie zu uns runterkommen, in unseren Bunker, wo wir schon manches Jahr eigentlich sind. Wir können hier alles noch stehen, das gefällt uns eigentlich auch. Und wenn die kommen, dann haben wir es lustig, gibt es etwas zu trinken. Und man lernt sie eigentlich auch kennen. Ein Moment, wo die Nähfrauen auch mal aus dem Nähkästchen plaudern können. Ach, die Chefin gefunden. Hi, Ursi. Warum bist du eigentlich die Chefin? Heisst das, du hast am meisten zu tun oder du kannst es ein bisschen geniessen? Nein, wir sind alle gleichberechtigt. Ich bin hier einfach reingerutscht, das wollte es nicht mehr machen. Ich bin eigentlich die Ansprechperson, das Bindeglied zwischen dem Markt und den Nähfrauen. Wir haben dich vorher schon gesehen bei der grossen Arbeit im Beitrag. Jetzt das Endprodukt sozusagen, könnt ihr euch Sachen zeigen und verkaufen. Wie happy bist du, dass jetzt der Tag endlich gekommen ist? Es ist für uns natürlich immer das Highlight, der Markt. Auf das arbeiten wir hin. Und freuen uns über jedes Kleid, das wir verkaufen können, wenn es gut ankommt bei den Leuten. Und ist auch sonst. Also, wir machen uns einfach einen lustigen Tag daraus. Ja, kaum war ich da, habe ich nämlich schon Prosecco bekommen. Das muss in dem Fall auch ein bisschen dazugehören an der Fasnacht, oder? Auf jeden Fall. Das war unser Start-Apero. Und ich nehme an, es wird etwa noch ein Teli oder Käfeli geben im Verlauf des Tages. Ja. Also eigentlich das Verkaufen der Kleider ist fast ein bisschen zweitrangig. Hauptsache eine schöne Zeit. Hauptsache eine schöne Zeit. Klar ist auch schön. Es ist auch wichtig, dass wir Kleider, die wir nähen, auch verkaufen können. Weil sonst fragen wir uns ja, wieso machen wir das? Aber nein, es gehört alles. Das ist ein Paket, einfach, das zusammengehört. Spass haben und lustige Leute um sich herum haben und Freude. Nachher kommen ja die Fasnachtsgewaltigen noch kurz vorbei. Wie wichtig ist vielleicht da Teamwork oder auch, dass man sich eben aufeinander verlassen kann? Das ist auch immer so ein bisschen Tradition. Sie kommen ja uns im Nähkeller besuchen und dann, wenn sie am Markt sind, kommen sie schnell noch heu sagen, freut uns auch immer. Dann geben wir ein Käffeli oder ein Teeli aus, wenn sie Lust haben. Und noch ein paar Worte wechseln. Und die haben ja auch ein ziemlich straffes Programm. So lange können sie auch nicht bleiben bei uns. Ursi, auch du bist glaub, gefordert. Es kommen langsam immer mehr Leute bei euch vorbei. Danke vielmals. Ich lasse dich springen. Und ganz schöne Fasnacht. Tschüss, Ursi. Inzwischen haben auf den Rathausstegen die Wesmeli-Katzen ihren grossen Auftritt. Bei ihnen ist die Vorfreude auf die Fasnacht besonders gross. Schliesslich feiern sie das 50-Jahr-Jubiläum. Tambourmajor aus Leidenschaft ist der Armin Lisibach. Seit 2 Jahren ist er der Chefkater der Wesmeli-Katze. Armin, ich weiss, du bist total im Stress, aber komm jetzt gleich stören. Der erste, wahrscheinlich grosse Auftritt an dieser Fasnacht 2017, wie war es? Phänomenal. Nein, es ist ermüdend, aber es ist ein Riesengenuss. Und ich sehe, du schwitzt mehr, als wenn ich 3 Stunden ins Fitness gehe. Wieso war es so streng?
Was machst du in 3 Stunden Fitness? Voilà. Nein, es ist einfach, du bist mit Leidenschaft dabei, du bist mit Herzblut dabei und ja, voller Körpereinsatz, glaube ich. Was ist das Highlight, wenn man eben vor dem schmutzigen Donnerstag hier noch den Fasnachtsmärz hat? Es ist wie so ein Austesten. Auch. Wie steht es auf den Stegen? Wie spielen wir auf den Stegen? Wie spielen wir in der Stadt? Wie kommt es bei den Leuten an, was wir machen? Es sind immer auch wieder neue Zusammensetzungen, wir haben neue Mitglieder, wir sind rausgegangen, sind, die fehlen. Und das macht sich aus, wenn wir hier etwas können statuieren, dann sind wir da. Plus kommt dazu, dass ihr dieses Jahr noch ein Jubiläum habt. 50 Jahre, macht das auch noch einen Unterschied? Es gibt einen Druck. Nein, es ist natürlich schon. Also, man merkt es auch, die Leute sind extrem motiviert. Gestern konnten wir den Gönneranlass feiern, mit Jubiläumsanlass im Stadtkeller. Und wir haben sogar noch fast sozusagen sämtliche Gründungsmitglieder haben wir dabei gehabt. Armin, jetzt wünsche ich euch eine verreckt schöne Fasnacht. Danke vielmals für die Zeit und alles Gute. Danke euch, viel Spass. Merci. Ja, aber nicht nur Guggenmusik, Wesmeli Katzen feiern in diesem Jahr Jubiläum. Auch die Stanz im Kanton Nidwalden wird Jubiläum gefeiert. Immer am Samstag vor dem schmutzigen Donnerstag ist nämlich auch dort einiges los. Genannt wird das Guggenüberfall und der findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Punkt 20 ab 8 überfallen die 20 Guggen den Dorfplatz aus allen Richtungen. In diesem Jahr begleitet von einem Jubiläumsfeuerwerk. Ich würde sagen, es ist eigentlich ganz klar eine Fasnachtseröffnung für die Nidwaldner. Es ist grandios, von gross bis klein sind alle auf dem Dorfplatz. Und ja, mit dem 20 ab 8 Uhrknall ist der Ferienstart, ist der Fasnachtsstart. Es geht einfach los. Der grosse Publikumsaufmarsch zeigt, Nidwaldner können fast nach 2017 kaum erwarten. Zonen und Grenzen gibt es keine. Wir sind eine Adlerfamilie. Ein Leichtmannli. Also, Skelett. Ja, ich bin ein Schottländer, oder? Das ist eine super Sache. Ich als super genialer Fischer. Ja, wir sind hier als Ghostbusters. Also, wir sind das Krümelmonster hier. Flower Power. Und ihr? Ein Einhorn! Yes! Ein Einhorn! Seit einem Vierteljahrhundert hat der Samstag vor dem Schmudo seinen festen Platz in der Nidwaldner Fasnachtsagenda. Ob auf dem Dorfplatz oder auch in den verschiedenen Zelten. Der Martin Achermann ist sozusagen mitschuldig für die gute Stimmung. Geht die Idee vor 25 Jahren doch auf seine Kappe. An einem Ort, an einem Fest, eine Idee gesehen und gesagt, das könnten wir auf Stanz einbringen. So ist es nachher weiter, die Idee weitergegeben, mit Kollegen zusammen in den Guggen diskutiert, andere Guggen ins Boot geholt und ja, einfach gemacht. Das Konzept funktioniert bis heute. 4 Guggen und die Frohsinn-Gesellschaft stehen mit dem Anlass gemeinsam, helfen beim Aufbau und stehen hinter der Bar. Für das OK Jahr für Jahr wieder eine Herausforderung. Der Stamser Dorfkern, der ist so vielfach erschlossen. Man kann von überall zufahren. Und es ist natürlich nur schon, dass der ganze Verkehr rollt. Gleich neben dem Fest noch. Das ist, ja, das ist eine riesige Sache, die man sich gar nicht vorstellen kann, wie schwierig das eigentlich ist, dass es alles gewährleistet ist, dass es alles noch funktioniert. Die vielen freiwilligen Stunden vom OK lohnen sich. Der Guggenüberfall zu Stanz ist für die Fasnachtlerinnen und Fasnachtler nicht mehr wegzudenken. Das ist ein bisschen die Voreröffnung der Fasnacht.
noch einmal das letztjährige Gewändchen zu tragen und sich freuen auf einen schmutzigen Donnerstag. Das ist einfach geil. Gute Musik, gute Stimmung. Ja. Es ist eigentlich ein Fest zum Teil. Und es ist auch cool, wir kennen mega viele Leute. Es macht Spass und es ist lustig. Also für mich hat eine Bedeutung die Lieder, die darauf kombiniert sind und so. Das gehört einfach dazu, alle Jahre. Ja, ein bisschen lustig sein, ein bisschen trinken, mit guten Kollegen Zeit verbringen, ja. Ich bin mit der Fasnacht aufgewachsen und das gehört einfach irgendwie dazu zu uns. Und man geht einfach jedes Jahr, das ist Tradition. Eine Tradition, die die Stanz sicher auch die nächsten 25 Jahre die Fasnächtler so richtig auf einen schmutzigen Donnerstag einstimmt. Ich besuche bei mir auf der einen Seite den Dominus von der Fidelitas Luzernensis, auf der anderen Seite den Rolli, der hier sozusagen der Chef ist vom Luzerner Fasnachtsmarkt. Rolli, wie läuft es bis jetzt? Bist du zufrieden? Wir sind sehr zufrieden, wenn ihr hier rausschaut. Unter der Ecke ist voll, super Stimmung und der Petrus hat sensationell das Wetter gezaubert. Ja, und eben auch der hohe Besuch ist angekommen. Wie wichtig ist der Auftritt für euch jetzt hier an diesem Fasnachtsmarkt vor dem schmutzigen Donnerstag? Ja, der Fasnachtsmarkt ist natürlich so ein einer der Startpunkte eigentlich in die Fasnacht rein. Nachher ausgeügelt und am Donnerstag mit dem Urknall, wo es richtig losgeht. Und wir sind natürlich alle kribbelig und freuen uns rüdig darauf, dass die rüdigen Tage endlich losgehen. Rolli, ist das auch ein bisschen das Ziel, dass ihr wie so die Einstimmung macht dann eben auf den schmutzigen Donnerstag? Ja, ganz genau. Und bei uns kann man Plaketten kaufen und das ist einfach sensationell immer da unten. Das ist der Vorgeschmack von der Luzerner Fasnacht. Wie gross ist die Vorfreude jetzt auf die Fasnacht, wenn man jetzt hier langsam so ein bisschen das Gespür bekommt? Ja, die Vorfreude ist natürlich schon länger rüdig gross und das hier unten tut sie eigentlich nur noch verstärken. Und ja, ich warte darauf, dass es endlich losgeht und wir richtig können losbrechen können hier in der Stadt innen und die närrischen Tage wirklich anfangen. Bei der Fidelitas Luzernensis haben ihr auch gerade noch ein Jubiläum. 125 Jahre macht es das noch mal spezieller. Ja, das macht es natürlich schon noch mal spezieller, da wir ja das Jubiläum haben und Fasnacht ist dann unter einem speziellen Punkt natürlich. Wir werden es am Umzug sehen mit unserem Umzugswagen. Es ist natürlich 125 Jahre dabei und seit etwa 120 Jahren an der Luzerner Fasnacht aktiv sein als Gesellschaft. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht viele von sich behaupten können. Dominus, Michael, danke vielmals am Weiblau und für eine schöne Fasnacht. Danke vielmals, Rolli, dir auch. Merci, dass wir vorbeikommen. Danke vielmals. Obwohl es bis zum schmutzigen Donnerstag doch noch ein paar Tage geht, ich bin völlig parat für diese Fasnacht. Mich hat die Freude der Nähfrauen angesteckt, die mit ganz viel Liebe ihre Fasnachtsgewändchen machen. Ich bin beeindruckt vom Tambourmajor Armin seiner Leidenschaft für die Fasnacht und für seine Wesmeli-Katze. Und ich bin besonders froh, dass wir nicht nur zu Luzern, sondern auch zu Stanz schon vor dem schmutzigen Donnerstag die Fasnacht einläutet. Das war es vom Unterwegs hier vom Fasnachtsmarkt unter der Eck. Die volle Fasnachtsdröhnung gibt es dann aber am Donnerstag, am schmutzigen Donnerstag, ab morgen um 16:30 mit der Tagwache live auf Tele 1. Am Nachmittag dann auch der Fritschi-Umzug. Wir sehen uns also spätestens dann wieder. Ade miteinander. Haben Sie die goldene Sonne gesehen? Dann schreiben Sie jetzt ein SMS mit der Antwort «Unterwegs A» oder «Unterwegs B» und Ihre Adresse an die Nummer 2222. «Unterwegs» ist Ihnen präsentiert worden von
Sie haben unterwegs gesehen mit «Aus der Region für die Region», ein Mikrolabel für regionale Produkte.